Und der letzte Fakt, der hat mich echt aus der Bahn geworfen. Ejo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Und heute geht es mal wieder um mein 90er Thema. Heute werde ich euch mal zeigen, auch wenn ihr euch vielleicht gar nicht alt fühlt, dass ihr doch schon ganz schön alt seid, wenn ihr in den 90er geboren seid. Ich meine, ich bin 27. In YouTube-Jahren bin ich sowieso ein Opa, aber hätte ich keinen Bart, würde ich aussehen wie 12. Und ich fühle mich ja noch relativ jung, aber das ändern wir jetzt mal kurz. Viel Spaß beim Video. Ist euch eigentlich bewusst, dass alle Kinder, die im Jahr 2000 geboren sind, dieses Jahr schon volljährig werden? Also wenn ihr so wie ich 1990 geboren seid, habt ihr mit 10 Jahren so ein kleines Baby gesehen. Das ist jetzt 18 Jahre, somit volljährig und erwachsen. Meine Lieblingsband als Kind, eine Riesenband, die Backstreet Boys. Und das Lied As Long As You Love Me ist auch schon 21 Jahre her. Kennt ihr die Sitcom Die wilden 70er? Ich muss sagen, ich habe die nie wirklich aktiv verfolgt. Aber fand ich ganz lustig. Würde man jetzt die wilden 90er drehen, würde man genau den gleichen Zeitsprung machen wie damals, nämlich 20 Jahre zurück in die Vergangenheit. Ganz genau, 20 Jahre. Und das 90er Kind hat man natürlich viele Zeichentrickserien geschaut. Unter anderem auch die Zeichentrickserie Duck. Wisst ihr, dass Duck, wenn ein echter Mensch gewesen wäre, heute schon 38 Jahre wäre? Ja, nicht Mitte 20 oder Anfang 20. Der wäre schon 38 Jahre. Kommen wir zu einer weiteren Sitcom, nachdem wir schon die 70er hatten, nämlich die Sitcom Friends. Und Friends wurde das letzte Mal vor 13 Jahren ausgestrahlt. Mir kommt es auch so vor, als hätte ich es gestern noch geguckt und jetzt ist das Ganze schon über 13 Jahre her. Das ist schon echt erstaunlich. Ja, noch ein Jahr länger, also 14 Jahre ist es jetzt her, dass du das letzte Mal Fofo essen konntest. Wie gesagt, das wurde eingestellt, es gibt kein Fofo mehr. Keiner weiß genau warum, denn er hat sich eigentlich relativ gut verkauft. Aber den kannst du jetzt nicht mehr essen, das schon seit 14 Jahren. Ist dir das bewusst? Das hat mich auch ein bisschen echt überrascht. Harry Potter. Das erste Buch, Harry Potter und der Stein der Weisen, das kam vor 21 Jahren raus. Wenn ich zurückrechne, da war ich 6 Jahre alt. Ich dachte, das kam erst raus, als ich 12 oder 13 war. Nein, das ist schon 21 Jahre lang her. Kevin allein zu Hause. Jedes Jahr an Weihnachten muss das mal irgendwann sein. Oder Kevin allein in New York von mir aus auch. Jedenfalls ist es mittlerweile so, dass Macaulay Culkin, also der Schauspieler von Kevin, dieser kleine Junge hier, dass der mittlerweile ein Jahr älter ist, als damals seine Mutter in dem Film war. Kevin O'Hara hat damals die Mutter gespielt, war damals 38 und Macaulay Culkin wäre heute auch 38. Krass. Ein Wort, Macarena, bitte für den Ohrwurm. Jedenfalls ist auch Macarena schon über 21 Jahre her. Und naja, Macarena ist halt nicht nur der Song, sondern vor allem mehr sage ich dazu nicht. Und wir haben noch jemand, der 21 wird. Die N64. Nintendo hat ja viele Konsolen rausgebracht. Erst die NES, dann die SNES und dann kam die N64. Und dann danach der GameCube, aber das wäre jetzt ein bisschen zu nah, um es wirklich als krass zu bezeichnen. Aber N64, 21 Jahre, ist schon krass. Auch wenn ich sagen muss, die N64 war nie meine Lieblingskonsole von Nintendo, sondern die SNES. Aber wie lange ist die denn bitte schon her? Vor vielen Jahren hat sich auch die Gruppe NSYNC gedacht, also die Gruppe, wo Justin Timberlake drin war, wir machen mal eine kreative Pause. Aber wisst ihr, wie lange sie diese kreative Pause schon machen? 16 Jahre lang. Prinz von Bel-Air, auch eine geile Sitcom, wirklich. Aber wisst ihr, dass Will Smith, der Hauptdarsteller, älter wäre heutzutage als damals Onkel Phil in der Serie.
Ich hätte die gedacht, vielleicht gleich alt, aber dass er gleich älter ist, überrascht mich. Robbie Williams war damals auch ein Megastar. Ich mochte ihn damals nicht wirklich. Heute, mein Gott, war er halt damals da. Aber da ist halt auch schon das Lied Angel zum Beispiel 20 Jahre her. Was ich auch nie gedacht hätte. 20 Jahre. Umgerechnet war ich damals 7. Auch da hätte ich getippt, dass das irgendwann rauskam, als ich 12, 13 war. Guckt ihr die Simpsons? Falls nicht, wird es jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert für euch, weil ihr gar nicht wisst, wovon ich rede. Aber viele, die die Simpsons kennen, wissen, der Nachbar Ned Flanders. Und er hatte ja eine Zeit lang eine Frau, doch die ist in der Serie irgendwann gestorben. Aber wisst ihr, wie lange die schon tot ist? 18 Jahre. Umgerechnet war ich damals 9. Ich habe Simpsons mit 9 noch gar nicht geguckt. Und wir kommen zu einer weiteren Serie. Alle unter einem Dach. Steve Urkel. Legende. Wirklich Legende. Steve Urkel war der erste coole Nerd, meiner Meinung nach. Und Steve Urkel, der wäre jetzt auch schon über 40 Jahre alt. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Steve Urkel, wirklich Legende. Lange Zeit der erfolgreichste Film überhaupt, bevor Avatar kam, Titanic. Aber Titanic ist auch schon 21 Jahre alt. Wobei ich dabei auch sagen muss, das kommt mir auch wirklich lange vor. Also da fühle ich mich jetzt nicht unbedingt älter durch. Aber für manche, denke ich, wird das auch überraschend sein, dass Titanic schon 21 Jahre alt ist. Und jetzt mal etwas Trauriges, aber das war mir auch nicht bewusst. Du kannst schon seit über mehr als einem Jahrzehnt keine Disney-VHS mehr kaufen. Damals, jeder hat sich König der Löwen gekauft, Mulan, Ariel und was es nicht alles gibt. Aber schon seit über einem Jahrzehnt kannst du die Sachen nicht mehr auf VHS kaufen. Gibt es nur noch auf DVD oder Blu-ray. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen lustig, aber Zurück in die Zukunft, sogar der zweite Teil, spielt jetzt endgültig in die Vergangenheit. Also geht man zurück in die Vergangenheit, so wie es auch grammatikalisch mehr Sinn macht. Jetzt kommen zwei Punkte kurz nacheinander, nämlich beide Punkte behandeln eine Zeitspanne. Ist euch eigentlich bewusst, dass die Zeitspanne zwischen 1978 und 1998 genauso lang ist wie die Zeitspanne von 1998 bis heute 2018? Das ist genauso lang, von 7 zu 9, wie von 9 zu 18. Und der letzte Fakt, der hat mich echt aus der Bahn geworfen. Gut, ich kann auch kein Mathe, aber trotzdem ist es logisch, das Jahr 2000 ist weiter entfernt als das Jahr 2030. Das klingt doch echt krass. Also mich hat es aus der Bahn geworfen, aber klar, es sind nur noch 12 Jahre bis 2030 und bis 2000 wären es halt 18 Jahre. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Hier sind nochmal zwei Filme eingeblendet, könnt ihr draufklicken, sind sehr, sehr interessant. Dann könnt ihr mich hier natürlich immer kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern.